Ey, können wir diese eine Szene gucken? Kriege ich da dafür Ärger, wenn ich diese eine Szene vom Bellzimmer gucke? Ich Nee, glaube gell? nicht. Was ist so alt, Bro? Digga, als Kind, Walla, ey, oh mein Gott. Ich habe da so Gänsehaut bekommen. Und bitte, wer jetzt Spoiler sagt, Walla, hört auf. Denkt aber mit einem Kindheitskopf. Denkt mit einem Kindheitskopf. Ja, genau. Wirklich, ey, als Kind, wir haben so geflennt, Ja, wie das so war krass. Opfers, Bro. Oh mein Gott. Ey, 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 und ihr müsst euch denken, für die Story, also der war halt so die ganze Zeit böse, er war Ist so er richtig böse? schlecht. Er war richtig schlecht, er war so Bösewicht und er hat halt diese Kinder Aber kennengelernt und halt dann. Todesbösewicht. Ja, und dann wurde er so süß. Guckt Hier, jetzt. nimm das bitte mit. Und dann machst du die fiesen Kerle damit fertig. Lieb von dir. Nein. Ich werde sie niedermachen. Gut, Impmon. Ich wünsche dir viel Glück. Ey, das ist so süß. Was soll der Quatsch? Kommt gleich. Hör bloß auf damit, ist doch total peinlich. Digga, das wird zu episch Bis gleich. bald. Zu krass. Glaubst du, es kommt wirklich zurück? Ja, da bin ich mir eigentlich. Hey, Und das Ding Killer, ist. dieser Ost, dieser Soundtrack, der da gleich Ja. kickt. Das Ding ist, er hatte ja schon eine Mega-Digitation, eine schlechte. Und das ist ja jetzt Wirklich? seine wahre Mega-Digitation. Wirklich? Ja. Er hat ja die Krass. wahre Ah, weil er halt Mega-Digitation. eine gute Genau, Intention hat genau. jetzt Das ist und jetzt seine wahre, starke Form. Und ich Verstehst du, was ich finde, meine? das war auch das Kranke an Digimon. Die haben immer gezeigt, wenn du gut bist und Menschen hilfst, wird dir auch Gutes Genau, es widerfahren. gab so diese wahre Mega-Digitation und es gab die Mega-Digitation, wo Ja. du schlecht bist und so, weißt du, ich Und meine? ich schwöre, das ist auch so ein Aspekt für mich, was halt ein Manga sehr, sehr gut macht, weil teilweise diese Cartoons aus den ganzen anderen Ländern, die bringen dir so scheiß dumme Werte Stimmt, bei, stimmt. Bro. Aber Animes so damals Die haben dir kannst du so Kindern schöne zeigen, Werte safe. beigebracht. Guck, guck, komm. Ich sicher. Oh, diese Musik. Ich habe euch mein Wort gegeben und das werde ich auch halten. Ich komme zurück, versprochen. Zu krank. Oh mein Gott. Sobald der Kampf beendet ist, mache ich mich auf den Weg zu euch. Digga. War zu heftig. Ist ja irre. Zu krank. Ey, guck, alle haben Gänsehaut und so. Danke, Ei. Danke, Marco. Durch eure Hilfe habe ich mein richtiges Mega-Level erreicht. Du bist krass. Guck mal noch Du bist Patamon, bitte. krass. Guck mal, Patamon, wie er sich entwickelt. So, Digga. bei Patamon, ich habe geweint, Digga. Stimmt, Patamon. Wo war die? Ja. Weil Patamon war immer dieses kleine Haustier, er war Ja. nicht stark, wisst ihr, ich meine, er war einfach Hey, süß. weißt du, bei Patamon muss ich immer an Panda denken, Ja. Walla. Weißt du, so ein kleiner Süßer. Kleiner Süßer, Digga. Ey, ey, ich weiß auch noch, seitdem wir klein sind, Mike hat immer gesagt, bevor er wusste, dass er digitiert, hat er gesagt, Patamon ist mein Lieblingsbaby. Das war halt für mich Und Mike war halt so, Mike war so kleiner süßer Bub, weißt, wisst ihr? Wisst ihr, wie krass das war? Also jeder dachte halt, Patamon ist ein Lappen. Und ich habe immer an Patamon beliebt und gesagt, Digga, Patamon wird noch stark, Patamon wird noch stark. Dann habe ich das gesehen, Bro, ich habe Fanboys an Patamon Ja, gehabt. das Das war war richtig voll cool, krank. ich schwöre. Luftschutz! Luftschutz! Er hatte nur so Wax-Kills. Es ist sinnlos. Luftschutz! Damit kann ich nichts ausrichten. Aber Oh auch, Bro, nein. auch dieses Logo, das stand damals für so viel Ja, Positivität, ich ich verstehe. schwöre. Heutzutage denkt man nur an mitten im Leben. Warum kann ich als einziges nicht auf ein höheres Level Oh digitieren? nein! Egal, ich bin gleich. Ich bin bei dir, Tiki! Nein! Lass ihn frei! Ey, wisst ihr, was bei uns auch krass war? Ey, die Leute werden denken, voll die Cringe-Leute so. Aber das war ja sein großer Bruder, gell? Und ich habe halt mich immer mit dem gedingst Ja, stimmt. und Ich Mike war hat der sich andere. mit dem anderen gedingst und die hatten so voll die gute Bindung und so. Wisst ihr, einer auf den? Das war schon sweet. Auch süß. Das war ehrlich süß. Frei! Ist das Chamoyas? Wir haben alle Glatze dann. Ich weiß nicht, was ist denn? Seht mal! Ihr wisst, was das Licht bedeutet! Der sich auch redet, Guck gleich! Wer hätte das erwartet, Bro? So, normalerweise ist ein Digimon ist schon groß und er Ja. wird dann etwas größer. Aber er war so ein Pups und ist dann einfach so ein Er heftiger hat Typ einfach Level geworden. geskippt. Patamon kann doch digitieren.
Was mich aber ein bisschen enttäuscht hat, dass seine Stimme sich nicht verändert hat. Ja. Doch, Digga. Doch, doch. Nein, hab guck gleich seine oder? Stimme. Bro, er ist so ein richtiger wirklich? Ochse geworden, Bro. Und seine Stimme ist immer noch so dieser kleine Süße. Guck mal aus seinem Mund. Einfach no chin. Kein Chin, Digga. So sieht oh, also Team Ace Digimon jetzt aus. Doch, doch, ich glaube, war ein bisschen mit mehr Druck. Sieht aus wie ein Engel. Das ist Dr. Love. Pazamon hat es endlich geschafft. So dumm. Guck mal, und das Geile war halt, es war dieses Gut gegen Böse, weißt du? Ich war so nahe dran. Meine heilige Aufgabe doch, ist, die Macht war der Dunkelheit halt auszulöschen. War halt gleiche Stimme, aber er klang wie, ja, so, ein, wie so ein Dozent, weißt ja, du? Trotzdem cringe. Habt ihr heute die Hausaufgaben erledigt? Einfach seine Stimme verstellt, ja. Merkel. Zu mir, ihr heiligen Kräfte des Lichts! Und er kann die Kräfte anderer absorbieren. Ja, ja. Das war halt dieser Son Goku-Ding. Ja. Den Kidama. Was hast du vor? Gomamon! Weißt du, den hier fanden wir immer so wack. Was hast du vor? Gomamon, Digga. Man dachte aus diesem Seepferd wird so der übelste Typ, gell? Gomamon! Agumon war OG. Hör auf mit dem Unfug, du weißt ja nicht, was du da tust. Es wird dich das Leben kosten. Ich habe keine Wahl, du Scheusal. Wie cool, gell? Cool. Hör auf damit, es wird dich das Leben kosten. Ich habe keine Wahl, du Scheusal. Das war schon cool. Und was aus mir wird, ist nicht so wichtig. Oh, hast du gesehen, was er gesagt hat? Ehrenmann, Digga. Devimon, deine dunkle Macht hat sich zu sehr ausgebreitet. Diese Macht soll unsere Welt verlassen. Das wollen wir erst mal sehen. Das wollen wir erst mal sehen. Du bist ein Idiot! Digga, das war damals so todescool für uns, gell? Aber ist auch heute noch cool, oder? Los, Angemon! Guck dir jetzt eine Bombe an. Tut mir leid, TK. Fahr hinab zur Hölle! Kraft des Lichtes! Baller Gänsehaut. Digga, das ist krass. Mann, Big Star. Ah! Ui! Du bist ein Narr! Wie konntest du nur so dumm sein? Du hättest nicht deine ganze Energie aufbrauchen sollen! Oder bildest du dir etwa ein, dass die Macht der Dunkelheit sich damit begnügt hat, nur diese Insel zu besetzen? Jenseits des riesigen Ozeans. Boah, weißt du noch, wir dachten, dort geht der Anime zu Ende. Und wir dachten so, was? Es geht die zweite neue Insel und so. Voll weit noch. Weit ja, noch. Oh mein Gott. Digimon war schon krass. Ernst, gibt es noch viel stärkere und viel bösartigere Digimon als mich? Es ist aus mit euch. Ihr seid alle erledigt. Ja, das ist einfach ein Slow-Motion. Er hat einfach Dings Real Talk geführt. 25 Minuten. Dings YouTube-Video auf Dings gestellt. Guck hier. War gut. Der war echt gut. Dankeschön.